Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Dingens, da hinten sitzt ein verdammter Bär. Ja, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge... Ich will erstmal gucken, was dieser Bär da macht. Ich habe das Gefühl, das habe ich schon mal gemacht, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Deshalb schauen wir jetzt direkt mal nochmal nach. Direkt mal nochmal nach, Alter. Ich wurde entdeckt. Ja, super. Schön, dass der Pfeil so weit fliegt. Stirb, Bär. Nein, Bärentatze. Gut, jetzt ist wenigstens gutes Wetter, während ich den Bär besiege. Da liegen Leichen, glaube ich. Also die werden nichts Wertvolles dabei haben, aber ich will es trotzdem gucken, weil ich bin so... Was zur Hölle? Gegrillter Lauch, oh weh. Ganz ehrlich, in dem Bereich in eine Höhle jetzt zu gehen, ist, glaube ich, ziemlich sinnfrei, weil die... vom Level her den alten Marco angepasst sein wird. Auf jeden Fall sollen wir heute nach Flusswald. Warum sollen wir nach Flusserwald? Flusserwald? Fragt ihr sicherlich. Das hat einen ganz bestimmten Grund sogar. Ah, wir sollen gar nicht. Aber das ist optional. Wieso ist denn das optional? Ist das hier auch optional? Entweder ich spreche mit Arngeier oder mit Dingens. Mit Esbern. Ich würde sagen, ich spreche mit Esbern, weil das jemand ist, dem ich ein bisschen mehr vertraue. Und frag mich nicht, warum. Eigentlich vertraue ich ihm nicht mehr, aber er ist sympathischer. Also abgesehen davon sprechen wir heute mit Esbern, um in Erfahrung zu bringen, was eigentlich nochmal genau, wie ich es jetzt einfach nicht im Kopf habe. Mann! Schriftrolle der Alten, genau. Da hat S-Bern, denke ich, auch ein bisschen mehr Ahnung. Denke ich jetzt einfach mal. Denn er heißt ja Altbern. So, Hölle. Ach. Juhu, danke übrigens dafür, dass zwei Pfeile hier drin nach außen zeigen. Das ist sehr schön. Da bist du. Also hoffe ich. Wobei, das hier ist doch der Ausgang. Ich will aber nicht raus. Ich will zu S-Bern. Zeigen die beide dahin? Leute, das hätte ich auch ein bisschen besser machen können. Himmelsrand. Kartspitze, sprich mit Arngeier. Ah, der ist draußen? Hä? Habe ich so nicht in Erinnerung, aber na gut. Vielleicht sind sie auch rausgegangen an die frische Luft. Bisschen frische Luft schnappen, hat noch keinem geschadet. Oh, sie stehen da wie ein altes Liebespaar. Früher habe ich davon geträumt. Im Traum stand ich... an einem Ort, hoch oben, auf einem Turm oder einem Berg. Es war immer kurz vor Sonnenaufgang. Die ganze Welt lag in Dunkelheit. Dann kam der Lichtblitz, nur am Horizont, inmitten der Wolken, die die Grenze zwischen den Welten bilden. Es hätte ein Blitz sein können, aber der Donner fehlte. Im Traum wuchs die ungute Vorahnung, aber ich konnte nie aufwachen. Und dann nochmal, dieses Mal deutlicher, näher. Jetzt war es ganz bestimmt kein Blitz mehr. Es war Orange, intensives Orange, die Farbe von Glut und Sonnenaufgang. Das ist wunderschön. Und auch ein Geräusch, deutlich und doch undeutlich. Kein Donner, etwas anderes. Etwas, das ich erkennen sollte, aber im Traum gelingt es mir nicht. Ich möchte meinen hochgelegenen Ort verlassen. Schutz suchen. Wovor? Das weiß ich noch nicht. Wie in Träumen üblich gelingt es mir nicht zu entkommen. Ich muss warten und zusehen. Und am Ende Erkenntnis und Schrecken, Hand in Hand. Das Orange ist Flamme, Hitze. Das Geräusch ein Brüllen. Eine Herausforderung in ihrer uralten Sprache. Aber jetzt ist es zu spät für die Flucht. Der Drache erreicht mich. Feuer und Finsternis schießen auf mich herab wie ein Blitz. Und es ist nicht irgendein Drache. Es ist Alduin, der Weltenfresser. Der Drache, der die Lebenden und die Toten gleichermaßen verschlingt. Und dann wachte ich auf. In der Hoffnung, dass alles nur ein Traum gewesen war. Aber im Wissen, dass dem nicht so ist.
Ah, da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, dass ihr Fortschritte auf eurer Suche nach diesem Schrei gemacht habt, mit dem wir Alduin besiegen können. Das war gerade richtig fesselnd. Das war gerade richtig schön und richtig fesselnd. Und wie sie halt miteinander kommuniziert haben, mehr oder weniger. Ich würde am liebsten hier bleiben. Klingen? Nein. Wir sollten am besten nicht darüber nachdenken, was die Talmor ihren Opfern antun, meine Liebe. Esbern, wir brauchen eine Schriftrolle der Alten, um voranzukommen. Tatsächlich? Ja. Was für ein nettes Rätsel. Sowas findet man wohl nicht bei seinem Buchhändler. Lasst mich überlegen. Das bezweifle ich auch ein bisschen. Vielleicht die Akademie von Winterfeste. Dort findet ihr das gesamte Wissen von Himmelsrand. Gesammelte. Einer der Magier dort kann euch vielleicht auf die Spur dieser Schriftrolle der Alten bringen. Alles klar. Ich würde sagen, wir haben im Prinzip ein Ziel. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Wir haben ein Ziel, nämlich die Akademie von Winterfeste. Ich will nochmal hier runterspringen, Leute. Ich kann es nicht lassen. Oh, verdammt. Obwohl, ich überlebe. Welch Freude. Kann ich Fische töten? Anscheinend nicht wirklich. Okay, wir suchen die Akademie von Winterfeste. Winterfeste müsste hier oben sein, Winterhold. Und wir waren da noch nicht. Das heißt, es gibt jetzt Höhle der Todgeburt, Palast der Könige, Winter. Ah, die Nee, eben nicht. Sollen wir vom Tempel des Nachtrufers ausgehen? Ich würde sagen, ja, denn dann gehen wir ja mal wieder an der nördlichen Küste Himmelsrand sozusagen entlang. Und das hat mir ja schon das letzte Mal ziemlich gefallen. Dort oben. Insofern, warum nicht? Also, auf zur Akademie von Winterfeste. Hier ganz in der Nähe ist ein kaiserliches Lager. Möchten wir aber nicht hin. Denn wir wollen ja mehr oder weniger neutral bleiben. Und ich werde auch bis zum Ende dieses Let's Plays neutral bleiben. Das ist zumindest der Plan. Kann natürlich sein, dass hier und da ein Talmor unter meine Pfeile gerät. Aber das sind ja auch Talmor. Das sieht aus, als wäre da ein... Ja, das Dumme ist, wenn es keine Quest ist, dann findet man in den Höhlen selten irgendwas Schönes. Also irgendwas wirklich Schönes, was sich lohnt zu holen. Obwohl, das da ist doch so ein Ding, wo man einen Drachenschrei ergattern kann. Zumindest glaube ich das. Insofern sollte ich vielleicht... Da brennt was. Oh nein, oh nein, oh nein. Hab ich Astralform? Ich hoffe. Ja, danke. Alles klar. Der Mond steht dort hoch oben. Am Himmelsrand. Und wir gehen in die... Was ist hier passiert? Alter. Zauberbuch Flammenmantel. Das ist eine geile Art, um einen Zauber zu zeigen. Sag ich jetzt mal. Warte. Der müsste jetzt im Inventar liegen. Bei Schrift... Nee, bei Büchern, ne? Oder? Flammenmantel. Wir können ihn wahrscheinlich nicht zaubern. Das ist mir schon klar. Ja, 249 Mana. Irgendwie sehr schade. Aber na gut. Ach ja, außerdem haben wir ein neues Schwert. Ich mag dieses Schwert, wirklich. So, hier sollte ich jetzt wie ein Elfendolch ausrüsten. Und es kann aufgehen in ein düsteres Gefilde der Düsternis, um es mal so zu sagen. Weil mir kein anderes Wort einfällt. Oh Gott, ist... kann ich hoch? Danke. Vielen Dank. Yngwild entdeckt. Das hier ist so cool, das hier ist so unglaublich... Aber es ist die vollkommene... Drache. Es ist die vollkommene Abgeschiedenheit letzten Endes. Und ich mag das sehr. Allerdings gibt es wohl keinen Eingang. Na. Komm schon. Baut bitte schnell einen Eingang hin. Es scheint so, als sei der Eingang unter mir. Ah ja. Was ist da hinten?
Okay, da hinten scheint nichts mehr zu liegen, was in irgendeiner Form von Relevanz wäre. Wir haben den Eingang zu Ingwild gefunden. Scheint mir ein interessanter Ort zu sein. Wir werden ihn mal untersuchen. Oh mein Gott. Das hier sieht genial aus. Irgendwie finde ich es schade, dass die Eiszapfen da oben mir nicht wehtun können, wenn ich dagegen knalle. Vor allen Dingen aber, dass sie nicht runterfallen. Das hätte man irgendwie schöner machen können. Das hier erinnert mich so an aus Blood Moon, diese Höhlen. Wie kommt eigentlich Schnee hier unten hin? Ich meine, es ist keine Öffnung nach oben vorhanden. Aber ich sollte vielleicht nicht nach Logik in Skyrim fragen. Oh, Trauge. Okay, für Trauge haben wir ja sogar ein eigenes Schwert. Und zwar den Dämmerbrecher. Den in die linke, bitte. Das sieht richtig cool aus. Okay. Eigentlich kann ich mich durchschnetzeln. Oh Gott, es sind Wichte. Es sind Wichte. Das ist so typisch, ja? Diese Spezialfähigkeit von Dämmer-Dingens. Das Schwert heißt genau so. Die wird irgendwie nur aktiviert, wenn keine anderen Feinde in der Nähe sind, bei denen das sinnvoll wäre. Oh Gott. Oh, meine Gut! Meine Gut! Nein! 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 Da ist noch ein zweiter hier. Ja, seht ihr? Da ist jetzt ein zweiter Geist, aber die Spezialfähigkeit ging nicht an. Es ist so typisch und die haben noch nicht mal was Sinnvolles dabei, nur Eisendolche. Ich frage mich, wie sie mich mit Eisendolchen überhaupt wehtun können. Offenbar sind die Dummköpfe von Dämmerstern nicht ganz so einfältig, wie ich gedacht hätte. Sie haben meine Experimente entdeckt und ich brauchte wohl kaum was zu sagen, dass sie nicht sehr erfreut über das waren, was sie gesehen haben. Nun, es macht nichts. Meine Arbeit kann nur in der Abgeschiedenheit des Lebens fern von den Unaufgeklärten gedeihen. Ich habe eine Höhle vor der Nordküste von Himmelsrand gefunden, die für die Fortsetzung meiner Studien mehr als geeignet sein wird. Die Ruinen von Ingwild dürften mir die Materialien liefern, die ich brauche, um mehr über die Wiederbelebung und die Versklavung von Toten zu erfahren, also ein Totenbeschwörer. Was die persönliche angeht, so werde ich die jungen Mädchen von Dämmerstern aber tatsächlich vermissen. Solche Schönheit konnte mich in einem Rausch versetzen. Ich war mich häufig dabei am Ertappen, wie ich mir heimliche Begegnungen zwischen mir und einem oder zwei der einheimischen Mädchen ausmalte. Okay, dann auch noch ein Perversling. Aber, boah, die können ja zaubern. Warum zur Hölle? Ist mir das noch nicht aufgefallen? Oh, nö, kannst jetzt nicht machen. Komm schon. Oh Gott, weg. Boah, das war knapp. Tja. Wir haben jetzt erstmal wohl kurze Zeit Ruhe, würde ich sagen. Danke. Na, hier ist nichts. Wie gesagt, ich habe die Befürchtung, dass wir hier auch nichts finden werden, letzten Endes. Abgesehen davon, dass die Höhle extrem verwirrend ist. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Zaubertranks. Lalala. Okay, dann nicht. So. Jetzt aber. Ja. Ach so, stimmt. Ich kann ja... Hä? Was ist denn das dann für ein Zauber, den ich hier dauernd verwende? Egal. Ich habe auf jeden Fall den falschen Drachenschrei ausgerüstet. So viel ist sicher. In die Tiefe der Höhle. Ja, wessen auch sonst. Oh mein Gott, du zauberst jetzt nicht. Was für eine Sprache sprechen die? Ich meine, ich weiß nicht, ob es storymäßig Sinn ergäbe, wenn es die Drachensprache wäre. Vor allen Dingen müsste ich sie dann auch verstehen. Einmal war es sinnvoll. Und du wurdest noch nicht mal davon verletzt. Was ist denn hier los? Yo, my, was ist denn das?
Ich verstehe es nicht auf der einen Seite, will es aber auch auf der anderen Seite gar nicht wirklich verstehen. Zaubertrank der Ausdauer. Silberne Amnetisierung. Was zur Hölle? Okay. Drachenschrei? Ah, es stimmt, ich kann ja Inferno. Okay, ist nicht so stark, wie ich dachte. Aber es ist immerhin etwas. Und wahrscheinlich stärker als der typische Schrei, als der Normalschrei. Ohne zusätzliche Fähigkeit. Ohne zweite Stufe. Okay, wer hat hier einen Bogen? Wo bist du? Da. Oh. Ach du Scheiße. Okay, wir müssen ihn töten. So. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir den töten müssen am Anfang, bevor ich das gesagt habe. Die Truhe. Da. Danke. Bitte, bitte. No. Dann auch noch der sinnloseste Zaubertrank, den ich mir hätte erschleichen können. Ja, mein Verdacht verhärtet sich eigentlich mit jedem Meter, den wir nehmen. Ich habe mir einen provisorischen Arbeitsplatz in den kalten Höhlen eingerichtet und im Schnee und Eis zahlreiche Begräbniskammern entdeckt. In der ersten Kammer exhumierte ich einige Testobjekte, alle weiblich. Ich war überrascht, dass meine Gedanken wieder zu den Frauen von Dämmerstern wanderten, während ich meinen Fund untersuchte. Zunächst beunruhigten mich meine Gedanken ein wenig, doch dann entschloss ich mich zu einer Neubewertung. Neunter Tag. Die ersten Versuche verliefen bestens. Jedes Objekt wurde in einem Zustand vollkommener Zufriedenheit reanimiert und erfüllte jede meiner Aufgaben und Launen. Ich habe einige meiner neuen Diener aufgetragen, die Insel zu bewachen, während ich mir Rest als persönliches Gefolge dienen und jederzeit in meiner Nähe bleiben wird, meinen Schlaf bewachen wird. Oh, keine gute Idee. Irgendwelche Toten. Weißt du? Oh, die sehen aber wirklich nicht so schlecht aus. Also ich töte sie trotzdem, aber könnte sympathisch sein. 12-facher Schaden? Ach so, stimmt, ja. Unsere Handschuhe sind das, glaube ich. Wir machen ja jetzt im Nahkampf doppelten Schaden, wenn wir... Alter, ich habe das Gefühl, dass da ist stärker als alles, was ich bisher bekämpft habe. Okay. Hau drauf, hau einfach drauf. Ich brauche mehr Ausdauer. Und ich brauche Gifte, genau. Wobei ich glaube, dass euch die Gifte ziemlich egal sein werden. Aber wir können es trotzdem versuchen. Ja, ich wusste es. Untote, wir stehen meistens Giften in Elder Scrolls. War schon immer so. So ein bisschen. Tschüss. Tschüss. So macht man das. Ausdauer um 10 steigern. Naja. Aber wir haben eine neue Stufe. Heißt, wir können uns ein bisschen mehr Mana machen. Und wir können... oh Gott. Schleichen? Nee. Ah? Stimmt. Wie gesagt, diesen Perk habe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Deshalb... Ist jetzt sinnvoll, dass ich ihn habe und vor allen Dingen kann ich jetzt eigentlich auch wieder zum Bogen zurückkehren, denn die sind jetzt auch wieder sinnvoll, diese Angriffe. Hier liegt keine dritte Notiz. Ah, doch. Eine interessante Entwicklung. Heute Abend brachten mir meine Wachen einen Eindringling, den sie in der Nähe meiner Höhle gefunden hatten. Zunächst war ich verständlicherweise verärgert. Nicht nur war ich in einem der wenigen Momente gestört worden, die ich mit meiner Lieblingsdienerin allein verbringen konnte. Das sind Tote! Sondern zudem erkannte ich den Eindringling als Milchmädchen aus Dämmerstern. Auch sie erinnerte sich an mich und behauptete frech, ich hätte ständig in ihrer Nähe herumgelungert. So ein Lügenweib. Es stimmt, sie war mir gelegentlich aufgefallen, aber den hübschesten Mädchen aus der Stadt konnte sie nicht im mindesten das Wasser reichen.
Ihre fortgesetzten Anschuldigungen, kombiniert mit meiner Furcht vor weiteren ungeladenen Gästen, brachten mich zu dem Schluss, dass sie niemals nach Dämmerstern zurückkehren durfte. Meine Diener eilten, mein Urteil zu vollstrecken. Ihre Leiche liegt hier neben mir, während ich dies schreibe. Komisch. Ihre Augen sind immer noch so voller Leben. Vielleicht versuche ich heute Abend ein neues Experiment mit frischeren Materialien. Das ist auch widerlich. Hörst du, du bist voll fies und so. Okay, Thronsaal. Ich denke mal, da finden wir jetzt. Das scheint aber noch nicht lange her zu sein. Aber darauf schließe ich jetzt. Alter, wie geil dieser Raum einfach nur aussieht. Okay, da steht sie, da steht er. Sobald er tot ist, dürfte sie auch fallen. Das weiß ich natürlich nicht, aber normalerweise ist es so. Scheiße. Nee, nee. Danke. Mann. Mann. Ist da jemand? Wenn ich jetzt... Scheiße. Ich könnte noch einmal... Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wo ist er? Weg. Nein, nicht hierher kommen. Nicht hierher kommen. Es sind ja auch noch zwei, das macht die Sache doppelt schwierig. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Der Verdacht erhärtet sich. Nein! Nein! Bitte, Busch, bewache mich. Beschütze mich. Nein! Kannst jetzt echt nicht bringen, ne? Oh nein! Die Weißen, wer sind die Weißen? Wieso kann ich nicht laufen? Oh, nein, ich mach hier... Das wollte ich nicht. Okay, diesmal ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Die Dolche? Damit müsste ich hier jetzt 30-fachen Schaden machen, theoretisch. Okay. Ganz ruhig. Ich kann ihn erwischen. Und im ersten Schlag töten. Übrigens dürfte aller Müll, der hier liegt, von dir sein. Ihr gehört mir. Was war das? Was geschieht hier? Lasst mich in Ruhe. Ich habe das Gefühl, da läuft irgendwas nicht so wie geplant von den Entwicklern. Aber na gut, mischen wir uns mal ein. Alter, 30-facher verdammter Schaden. 30-facher Schaden. Das ist doch Mörder. Das ist sowas von Mörder. Stab der Eisstürme. Hey, der könnte cool sein. 30-facher Schaden, Leute. Die Realität und andere Irrtümer. Hey, das gefällt mir. Da ist eine Eisentür, aber ich schaue mich besser noch ein bisschen im Tro... Obwohl, ich sah ja eigentlich... Ich hatte ja eigentlich einen guten Überblick. Dachte ich zumindest. Aber da geht's auch noch runter. Erstmal die Eisentür. Die geht ja auch nicht in ein neues Areal. Ich 30-facher Schaden. Oh, großer Stab der Bezauberung. Hey, mir gefällt es, dass wir immer mehr Stäbe finden. Denn so können wir wenigstens... Ich meine, ich werde bis zum Ende dieses Let's Plays wahrscheinlich nicht genug Mana auftreiben können, um... Magie sinnvoll zu benutzen, aber mit den Stäben können wir es ja immerhin emulieren. Ist es in der Truhe? Ne, die Truhe habe ich gerade schon untersucht. Okay. Das Tagebuch hier. Das neue Experiment hat sich als Erfolg erwiesen. Das Milchmädchen, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist, frag sie doch, wurde ebenso wiederbelebt wie die anderen und gehorchte meinen Befehlen. Mit nur einer interessanteren Entwicklung. Sie hat sich körperlos neu gebildet und ist eher ein Spuk als eine wiederbelebte Tote. Als ich ihr leuchtendes Gesicht vor mir sah, streckte ich unwillkürlich die Hand aus, um sie zu berühren. Während meine Finger durch sie hindurchgingen, spürte ich eine Empfindung, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Als würde ihre Essenz meine Seele beleben und sich mit
mir auf einer Ebene verbinden, wie es keine Frau aus Fleisch und Blut je könnte. Diese Entdeckung verändert mein Leben. 35. Tag. Ich habe meine Eltern Dina angewiesen, auszugehen und weitere Individuen zu finden, die sich vielleicht verlaufen haben. Mit der Entdeckung der inneren Zuflucht in den tieferen Bereichen von Ingvild müsste ich reichlich Platz haben, um viel neues Material zu lagern, bis ich es in willige Sklaven verwandeln kann. Ich sehe auf meine Tagträume in Dämmerstern zurück und frage mich, ob diese nicht vielmehr Vorzeichen dessen waren, was kommen sollte. Es ist so eklig. Der Typ ist so fies und so. Oh weh. Keine Sorge, Zuschauer, mache ich nicht mit euch. Yay. Eine Armee an untoten Zuschauern, wenn ich so drüber nachdenke, hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Aber keine Sorge, ich bin voll lieb und so. Ach so. Ja, gut, das ist... Oh, ich weiß nicht. Also, dieser Weg zurück ist jetzt irgendwie nicht sehr fesselnd. Obwohl, wir sind gar nicht zurück. Das hier ist nur der Lagerraum. Ah. Okay. Wo zur Hölle werde ich wohl jetzt rauskommen? Das ist jetzt ein bisschen eigenartig, weil sie reden von tieferen Gefilden, aber eigentlich ist es ja direkt an der zweiten Eingangstür. Ich frage mich sowieso, was passiert wäre, wenn ich hier reingegangen wäre. Ob das geht? Weil ich finde irgendwie immer erst den Haupteingang, bevor ich den Ausgang finde. Oh, komm schon. So, warte. Oh! Es ist zum... Ja, und wie ich eigentlich sagte, wir fanden nichts wirklich Wertvolles da drin. Bis auf zwei ziemlich coole Stäbe. Okay, den Eingang hätte ich nicht finden können. Zumindest nicht so wirklich. Wir sind ja immer noch hier drin. Okay, jetzt bloß nicht die falsche Abzweigung nehmen. Ich habe die falsche Abzweigung. Ah, nee. Stimmt doch alles. Die Stäbe. Wir rüsten mal die Stäbe aus und schauen, wie es wohl ist, wenn wir die benutzen gegen böse Gegners. Eisstürme. Okay, der linke, damit dürfte ich eigentlich Gegner zu Freunden machen. Und der rechte dürfte voll wehtun und so. Voll viel Aua. Puh. Sieht so schön aus. Also eines, was mir in Skyrim sehr gefällt, ist... So das Design der Zaubersprüche. Also die Effekte dazu, sage ich mal. Und auch die Tatsache, dass die Zaubersprüche ein bisschen vielseitiger sind als vorher noch.